Katholisch 1TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Pfingsten und Firmung. Was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Der richtige Draht zu Gott. Besinnungswochenende für Firmlinge im Kloster Wettenhausen. Und Himmelszelt. Ein Glaubensfest an einem ungewöhnlichen Ort. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen am heutigen Pfingstsonntag. Zu einer Sendung, in der sich vieles um den Heiligen Geist dreht. Klingt jetzt erstmal sehr theologisch, aber Sie werden sehen, wir haben wunderbare Bilder und Statements zusammengetragen, um dieses Thema anschaulich zu machen. Pfingsten gilt als Geburtsstunde der Kirche, denn 50 Tage nach Ostern kam der Heilige Geist auf die Apostel herab und gab ihnen die Kraft, den Glauben mutig zu verkünden. Das passende Sakrament dazu ist für Katholiken die Firmung. Exemplarisch für die vielen Firmungen, die laufend im Bistum stattfinden, waren wir für Sie in der Heiliggeistkirche in Neuburg an der Donau. Die Heiliggeistkirche, der Name ist an diesem Tag Programm. Denn die Kraft des Heiligen Geistes soll den 72 Mädchen und Jungs helfen, ihren Glauben zu stärken. Durch die Firmung vollenden sie ihre Taufe, nicht weil sie müssen, sondern weil sie sich dazu entschieden haben. Bei ihnen und hinter ihnen stehen ihre Paten. Sie unterstützen diese Glaubensentscheidung. Die Firmlinge haben sich gemeinsam und mit großem Engagement auf diesen Tag vorbereitet. Ich glaube, das ist auch für viele Erwachsene und ältere Christen sehr schwierig zu erklären, was ist mit dem Heiligen Geist genau gemeint, was steckt da dahinter, wie verstehen wir das, wie wirkt er, es ist schwierig. Aber ich glaube, dass solche Brücken wie so ein Lied oder wie eine gute, lebendige Gemeinschaft in der Firmenvorbereitung helfen können, etwas von dem Spirit, von der Begeisterung des Heiligen Geistes zu erfahren. Ist da jemand, der mein Herz versteht? Ein ungewöhnliches, aber wirklich bewegendes Element in diesem Gottesdienst war der Song von Adel Tawil. Es war Teil der Firmenvorbereitung und die Kinder haben diese Frage zu ihrer Frage gemacht. Das Lied haben wir bei unseren Firmentagen in der Oase Steinerskirchen entdeckt. Ich habe einen Impuls dazu gehalten und dann haben wir das einfach mal miteinander gesungen. Und das hat den Firmlingen irgendwie so gut gefallen, dass sie sich das gewünscht haben bei der Firmung. Und ich glaube, das Lied passt auch wunderbar zur Firmung. Da ist ja der Sänger, der die Frage stellt, ist da jemand, der mich wirklich versteht, der an mich glaubt, der mit mir bis ans Ende geht, hat wunderbar gepasst, finde ich. Die Firmung ist die Vollendung der Taufe, so wie Pfingsten der Abschluss der Osterzeit ist. Im Mittelpunkt steht jedes Mal der Heilige Geist, der den Gläubigen stärkend zur Seite steht. Es ist der frische Wind des Glaubens. In seiner Predigt machte Prälat Bertram Meyer das Bild sichtbar. Wie ein Fußball ohne Luft sei ein Christ ohne den Heiligen Geist. Wie ein Fußball ohne Luft, so ist ein Christ ohne den Heiligen Geist. Sprich, ein Christ, eine Christin ohne Heiligen Geist, den kann Gott nicht aufs Spielfeld weder in die Kirche noch in die Welt einwerfen. Und deshalb braucht es die Firmung ganz entscheidend, nämlich zur Taufe hinzu, dass unsere jungen Christen erfüllt werden mit Gottes Luft, mit dem Atem des Heiligen Geistes. Im Mittelpunkt dieses Tages stand natürlich die Firmung selbst. Jeder Firmling nannte seinen Namen, jeder Einzelne bekannte sich damit ganz öffentlich zu seinem Glauben und zu seiner Kirche. Jesus hat ja die Apostel auch gefirmt, nämlich an Ostern, indem er sie mit dem Wort Shalom, der Friede sei mit euch, begrüßt hat und sie dann angehaucht hat und gesagt hat, empfangt den Heiligen Geist. Bei der Firmung der Apostel sind die Jünger sozusagen akkreditiert worden ins diplomatische Korps Jesu. Und hier geht es nicht um Krieg, um Spannung, um Streit, um Machtkämpfe, sondern die Mission Jesu Christi ist der Friede. Jesus Christus selbst ist ja der Friede in Person. Und so werden auch unsere Neugefirmten zu Botschafterinnen und Botschaftern des Friedens ernannt. Die Kinder haben ihre Firmvorbereitung und auch die Firmung selbst sehr ernst genommen. Auch bei der Gabenbereitung brachten sie Gegenstände zum Altar, die, neben Brot und Wein, ihren Glauben symbolisierten. So zum Beispiel eine Bibel als Symbol für das Wort des lebendigen Gottes. Am besten hat mir gefallen, als wir die Firmung bekommen haben und ich mir gedacht habe, jetzt habe ich es geschafft. Und ich fand es einen sehr schönen und coolen gestalteten Gottesdienst. Ich fand auch besonders schön, dass wir dieses Lied gesungen haben.
Also dieses ist da jemand, weil ich glaube, das sieht man nicht immer in der Kirche. Und das ist auch was Besonderes gewesen. Als wir die Firmung bekommen haben, den Heiligen Geist. Und insgesamt war es ein toller Gottesdienst. Für mich war es auch am schönsten, dass wir vorne standen und gefilmt wurden und dass sich mein Onkel extra für mich freigenommen hat, weil er hätte heute arbeiten müssen. So, mir hat am besten gefallen, wo uns der Bischof den Segen gegeben hat. Dass wir den Heiligen Geist empfangen haben und so wir vollständig zur Kirche gehören. Ich fand es toll, dass wir heute auch ein Poplied gesungen haben, weil es ist ja nicht normal. Und dass wir gefilmt worden sind. Es hat Spaß gemacht. Ich fand es auch schön, dass alle mitgeholfen haben, den Gottesdienst zu gestalten und dass auch sehr viele da waren. 72 Firmlinge in der Heiliggeistkirche in Neuburg an der Donau scheinen gespürt zu haben, dass es für sie eine Antwort gibt auf die Frage des Sängers Adel Tawil. Da ist jemand, der ihr Herz versteht, der mit ihnen bis ans Ende geht und sie sicher nach Hause bringt. Wie gerade im Beitrag schon angeklungen ist, spielt die Vorbereitung zur Firmung eine wichtige Rolle. Denn die Kinder sollen sich mit ihrem Glauben auch wirklich auseinandersetzen. Sie sollen wissen und verstehen, was das für sie bedeutet. In vielen Pfarreien läuft die Firmvorbereitung über Monate hinweg und hat unterschiedliche Bausteine. Für die Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Gründen war ein solcher Baustein das Besinnungswochenende im Kloster Wettenhausen. Ein ganzes Wochenende mit Gott, sich Zeit für ihn nehmen, mit ihm ins Gespräch kommen. Darum ging es beim Besinnungswochenende in Wettenhausen. Kein Wunder also, dass die gemeinsamen Gottesdienste in der Klosterkapelle fester Bestandteil waren. Fast wie ein Gerüst, das den rund 40 Firmlingen aus der PG Gründen in diesen beiden Tagen Struktur und Halt gab. Denn der Weg hin zur Firmung ist ein spannender. Anders als vielleicht noch bei der Kommunion geschieht die Entscheidung, das Sakrament der Firmung zu empfangen, bei den 12- bis 13-Jährigen noch viel bewusster. Gott soll sie auf ihrem Lebensweg begleiten und dafür brauchen sie auch den richtigen Draht zu ihm. Das ist unser erstes Anliegen, dass die Leute, die Jugendlichen beten lernen, mit Gott sprechen und dann mehr und mehr spüren, das, was der Auferstandene den Jüngern und uns allen mitgegeben hat. Der Heilige Geist wirkt in mir. Der hat mir Fähigkeiten gegeben, die ich entfalten kann. Der eine kann das gut, der andere das. Und dass sie das spüren. Und so, die stehen alle kurz vor der Berufswahl in den nächsten Jahren, dass sie das einfach spüren. Vielleicht einen geistlichen Beruf, aber dass sie einfach spüren, der Herr hat mit mir einen Plan. Es ging an diesem Wochenende also nicht nur darum, Wissen zu vermitteln. Die Kinder sollten ihre eigenen Erfahrungen mit Gott sammeln und ein Gespür dafür bekommen, auf welche Art und Weise sie Gott künftig in ihrem Leben haben möchten. Aus diesem Grund zogen die Allgäuer Mädels und Jungs dann auch los, durch Wettenhausen hindurch Richtung Kalvarienberg. Denn auch mitten in der Natur kann man Gott ganz nahe kommen. Man muss nur lernen, sich darauf einzulassen. Wir lernen halt viel über die Bibel und über Gott und Jesus und wie man damit vielleicht seinen Alltag besser gestalten kann. Ich bin hier, weil ich halt mal wieder alles auffrischen möchte, weil man jetzt halt doch nicht alles mehr weiß, was man halt gelernt hat, auch über den Heiligen Geist zum Beispiel. Gelernt für die Firmung habe ich halt, dass man Gott auch überall hin mitnehmen kann, also dass man den auch, also dass er eben halt immer helfen kann. Die einzelnen Verse, die sie nach und nach zu einer Geschichte des Neuen Testaments zusammenfügen mussten, brachten sie Schritt für Schritt den Geheimnissen der Bibel näher. An den einzelnen Stationen Christi vertiefte die Gruppe noch einmal die Textzeilen. Es ist doch etwas anderes, die Leidensgeschichte Jesu nicht nur zu lesen oder zu hören, sondern auch zu sehen. Wenn wir zum Beispiel die Station anschauen von der Himmelfahrt, wo Jesus am Ende sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, dann zu wissen, genau das sagt er jetzt mir heute. Und das will er mir mitgeben, jetzt auch von diesem Wochenende, von diesen Tagen, auch wenn ich jetzt wieder mit nach Hause gehe und ja, mich weiter auf den Weg zur Firmung mache, dass er mitgeht, er da bleibt. Und manchmal ist eben auch der Weg das Ziel. Zurück im Kloster Wettenhausen wurden all die Eindrücke der beiden Tage verarbeitet. Niemand blieb mit seinen Fragen allein. Mit den Fragen nach Gott, nach der Kraft des Heiligen Geistes und nach dem Sinn, der hinter all dem steckt. Diese Tage haben die jungen Leute nicht kalt gelassen. Man merkt es vor allem daran, dass sie ruhig werden, dass sie stiller werden. Bei manchen kommen auch mehr Fragen, aber die, die Erfahrungen machen, die werden still darüber, weil sie auf einmal was haben, worüber sie nachdenken können. Weil sie im Gebet merken,
da ist jetzt nicht nur Schwester Mechthild mal 5 Minuten lang still und ich habe keine Ahnung, was ich tue, sondern die ist still und ich habe jemanden, mit dem ich reden kann, nämlich Gott. Und das ist das, was man denen anmerkt, auch hier jetzt. Gerade gestern Abend sind wir dann nochmal zum Nachtgebet in die Kapelle rein. Das war echt so still, man hätte die Stille fast greifen können. Da merkt man dann, dass was passiert, weil 12- oder 13-jährige Jugendliche sind normalerweise nicht still. Dieses Besinnungswochenende war mehr als nur eine Vorbereitung auf die Firmung. Es hat die jungen Leute irgendwie ein bisschen erwachsener gemacht und ihnen eine große Portion positive Energie verliehen für ihren Lebensweg mit Gott. Der Heilige Geist, das ist auch die kreative Ader in uns. Und dieser kreativen Ader nachspüren konnten Kinder und Jugendliche in einem Gottesdienst kurz vor Pfingsten, der dazu einlud, alle Sinne zu entdecken. Spirit Boost, Aufwind für den Glauben. So hieß das Motto der Veranstaltung in Kaufbeuren, in der das Motiv der weißen Taube im Mittelpunkt stand. Hundertfach hängen Papiertauben von der Kirchendecke herab. Symbol für den Heiligen Geist, der unseren Glauben anfacht oder neudeutsch boostet. Boost ist der Einwortteil dieses Begriffs. Und Boost heißt einfach Auftrieb, Antrieb, also Stärkung. Und das wollten wir einfach auch erreichen mit dieser Veranstaltung, dass die, wo kommen, einfach was finden für ihren Glauben, wo sie ein bisschen an Antrieb, Stärkung für ihren Glauben erhalten. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen und erfüllte das ganze Haus. So steht es in der Apostelgeschichte. Und auch wenn hier in der Kirche ein versteckter Ventilator eher ein Säuseln hervorruft, die Wirkung ist die gleiche. Denn was begonnen hat als normaler ökumenischer Wortgottesdienst, geht jetzt ganz anders weiter. Der Heilige Geist setzt die Menschen in Bewegung. Die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen erfahren in 10 Stationen, was es heißt, mit allen Sinnen wach zu sein für neue Erfahrungen. Was es heißt, die eigene kreative Ader zu spüren, die aus der Kraft des Heiligen Geistes wächst. Oder was es heißt, im Leben immer wieder offen zu sein für Neues, ohne dass der Verstand schon vorher alles in die altbekannten Schubladen einsortiert. Und so scheint es, auf diese Weise wird der Heilige Geist sehr konkret erfahrbar. Ich glaube, der Heilige Geist ist für jeden etwas anderes und ich glaube, dass im Großen und Ganzen ein guter Freund, ein Vater, ein Bruder, die große Liebe, ein Kindergartenfreund, einfach alles, was man sich wünscht, einfach, ja, immer jemand, der da ist. Der begleitet dich überall hin, der hilft dir bei deinen Problemen, auch wenn du es manchmal gar nicht merkst. Für mich ist der Heilige Geist der, der immer da ist, der mich beschützt. Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich weiß trotzdem, dass er immer da ist. Der Geist ist's, der lebendig macht. So steht es im Johannesevangelium geschrieben. Und das spürt jeder, der hier dabei gewesen ist. Beim zur Ruhe kommen, beim Schreiben, beim Schmecken, Singen, Beten, miteinander feiern, kommt etwas durch von diesem lebendig machenden Geist Gottes. Und genau das war jetzt in dieser Kirche, bei diesem Gottesdienst erfahrbar. Das haben alle gespürt, dass hier ein lebendiger Geist weht. Und bei den einzelnen Stationen, die sehr unterschiedlich gestaltet waren, kam genau das zum Zug. Ein ganz anderer Kirchenbesuch zu Pfingsten also, eine Reise durch die Sinne im Zeichen der weißen Taube. Und jetzt geht es bei uns weiter mit den Kurznachrichten der Woche. 570 Pilger, darunter 270 Kinder und Jugendliche, machen sich am Pfingstmontag in aller Früh mit 10 Bussen auf den Weg nach Assisi. Gemeinsam mit dem Augsburger Bischof Konrad Stasa begeben sich die Teilnehmer 6 Tage lang auf die Spuren des heiligen Franziskus und der heiligen Clara und feiern gemeinsam ihren Glauben. Ein Jahr lang wurde die Familienwallfahrt von einem 30-köpfigen Team unter der Leitung des Diözesan-Familienseelsorgers Christian Oechsler geplant. Vor Ort gibt es ein vielfältiges und kreatives Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Gottesdiensten, Workshops und Ausflügen ans Meer. Ein Team von Katholisch 1 TV begleitet die Familienwallfahrt. Wir halten Sie zu Hause mit Bildern und Berichten aus Assisi auf dem Laufenden.
Der Beratungsbedarf in Ehe-, Familien- und Lebensfragen im Bistum Augsburg ist nach wie vor hoch. Das zeigt der Tätigkeitsbericht für das Jahr 2017, den die psychologischen Beratungsstellen jetzt vorgestellt haben. 26.700 Stunden waren die Beraterinnen und Berater für rund 6.700 ratsuchende Menschen da. Für Paare genauso wie für Einzelpersonen. Die Gründe dafür, dass so viele Menschen die Beratungsstellen aufsuchen, seien vielfältig, so Pfarrer Klaus Zupok. Es zeige aber, dass das Angebot der insgesamt 25 Beratungsstellen im Bistum Augsburg sehr wichtig sei. Wir sind als kirchliche Beratungsstelle angekommen bei den Leuten schon seit vielen Jahren, aber es zeigt sich wohl, dass wir wirklich einen wichtigen Dienst für die Leute übernehmen. Leute haben Probleme, Schwierigkeiten, fragen sich, wohin sie gehen können. Psychotherapie, Wartezeiten sind immens lang, halbes Jahr, dreiviertel Jahr, suchen und kommen dann auf eine Beratungsstelle. Oder sie hören es von Freunden, Bekannten und sagen, geh doch mal dahin, ich glaube, da machst du gute Erfahrungen. Der Leiter des bischöflichen Seelsorgeamtes, Prälat Bertram Meyer, betonte, dass die Angebote der psychologischen Beratungsstellen jedem offen stehen. Unabhängig von Religion, Weltanschauung oder Familienstand könne sich jeder Hilfesuchende an die Berater wenden. Beziehungen stiften, Beziehungen wiederherstellen und Wunden heilen helfen, das sei für ihn eine zentrale theologische Grundoption der kirchlichen Beratungstätigkeit. Wegen der großen Nachfrage nach den Beratungsangeboten wurden jetzt auch mehr Stellen geschaffen. Finanziert wird die Beratung zu fast 80% aus Mitteln der Diözese Augsburg. Der katholische Deutsche Frauenbund, kurz KDFB, im Diözesanverband Augsburg wurde beim Katholikentag in Münster mit dem zweiten Platz des Aggiornamento-Preises ausgezeichnet. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert und wird seit 2012 immer bei Katholikentagen vergeben. Mit dem Projekt Herz zeigen, bei dem Geflüchtete und ehrenamtliche Flüchtlingshelfer unterstützt werden, setze sich der KDFB für ein friedliches, gewaltfreies und gleichberechtigtes Miteinander in der Gesellschaft ein, so die Jury. Das waren die Nachrichten im Überblick. Wir zeigen Ihnen gleich, wo uns die heiligen Sakramente Woche für Woche begegnen und warum sie viel mehr sind als nur schöne Rituale. Und wir waren bei einem Glaubensfest an einem ungewöhnlichen Ort dabei. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. All-in.de, umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. All-in.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Es ist kein ganz gewöhnlicher Ort für ein Glaubensfest. Und dennoch kommt es bei den Besuchern sehr gut an. Auch deswegen gibt es das Himmelszelt schon zum dritten Mal. Am vergangenen Sonntag haben sich vorwiegend junge Christen in einem Festzelt in Seeg getroffen, um dort ihren Glauben zu feiern. Veranstaltet wurde der Tag unter anderem vom Institut für Neuevangelisierung der Diözese Augsburg. Weihbischof Florian Wörner feierte zum Auftakt des Glaubensfestes eine heilige Messe mit den Besuchern.
Der Himmel zeigte sich von seiner schönsten Seite, genau passend zur Veranstaltung. Denn hier im Festzelt von Seeg sollte gleich das Glaubensfest Himmelszelt starten. Und so wurde die beschauliche Ostallgäuer Gemeinde in den Mittelpunkt eines großen Glaubensfestes gerückt. Der Besucherandrang war enorm. Knapp 1500 Christen verschiedener Konfessionen feierten dieses ungewöhnliche Fest in einem Bierzelt miteinander. Himmelszelt sagt ja schon alles. Immer wenn man zum Gottesdienst zusammengekommen ist, Himmel auf Erden angesagt. Die Leute spüren, dass es notwendig ist, mit Gott zu leben und sein Wort zu hören und zu ihm zu beten, die Augen zu ihm aufzurichten. Und diese Gebetsgemeinschaft hier ist eine ganz besondere. Es ist eine ökumenische Gebetsgemeinschaft, es sind viele Katholiken aus dem Umfeld des Ostallgäus hier und auch viele Freikirchler. Wir feiern Heilige Messe miteinander und werden im Anschluss daran einen Lobpreis anstimmen und das in guter ökumenischer Verbundenheit. So machte ein katholischer Gottesdienst den Auftakt. In einem gewöhnlichen Blasmusikfestzelt zelebrierte Weihbischof Wörner die Heilige Messe. In seiner Predigt zitierte er dabei unter anderem eine Frage aus der Bibel. Wo bist du, Mensch? Wo stehst du in Bezug zu Gott? Es gelte, so Florian Wörner weiter, für Gott einzustehen und für ihn zu werben. Und zwar bei jedem unserer Nächsten. So könne die Liebe Gottes ausstrahlen, damit am Ende unser Ziel, das eigene Himmelszelt zu erreichen, für alle Menschen in Erfüllung gehe. Dieser Tag steht unter der Überschrift, es ist ein Wort Jesu aus dem heutigen Sonntagsevangelium, Vater, bewahre sie in deinem Namen, damit niemand verloren geht. Das ist dem Herrn ein Herzensanliegen, dass alle bei Gott sind, dass alle Gemeinschaft mit ihm haben, in der Freundschaft mit ihm stehen und so ihr Leben anpacken. Und so ein Stück Himmel auf Erden erfahrbar wird für alle Menschen. Und dass diese Welt eine ist, die diese himmlische Begeisterung, diese himmlische Liebe und Freude braucht, das glaube ich, brauche ich nicht eigens zu erklären. Nach dem katholischen Gottesdienst ging es beim Glaubensfest Himmelszelt dann fast nahtlos über in einen sogenannten Lobpreisgottesdienst. Dieser wurde von der freikirchlichen Jordan-Stiftung aus Kempten organisiert. Jung und alt nahmen Anteil an den fetzigen Liedern bzw. ließen zwischendurch die Worte von Gerhard Kehl auf sich wirken. Unterschiedliche Facetten des christlichen Glaubens kamen so zum Ausdruck. Das Himmelszelt damit eine gute Möglichkeit, sich offen gegenüber Neuem zu zeigen. Also für mich ist auf jeden Fall das Besondere an diesem Glaubensfest, dass hier unterschiedliche Konfessionen zusammenkommen und ernsthaft Anteil nehmen wollen an dem, was die andere Konfession macht, wie sie Gottesdienst feiert. Es wird nicht der Unterschied hervorgehoben, sondern man begegnet sich mit Wertschätzung und versucht es einfach mal zu sehen, zu betrachten. Und vielleicht kann man auch was für sich rausnehmen, wo man sagt, das ist auch für mich interessant. Ja. Gewohntes erleben und Neues entdecken. Mit Veranstaltungen wie dem Himmelszelt zeigt sich die Ökumene von einer starken Seite. Und natürlich galt es an diesem Tag auch einfach eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Ein gemeinsames Mittagessen, ein Konzert sowie ein kleines Rahmenprogramm, vor allem für Kinder, rundeten das Angebot ab. So waren am Ende klein und groß überwiegend begeistert von dem Glaubensfest in Seeg. Also ich bin erstens mal begeistert von der Atmosphäre, die hier herrscht, diese friedliche, wo man irgendwo auch die Gegenwart Gottes spürt und wie Christen gemeinsam Gott anbeten, dass es da keine Unterschiede groß mehr gibt und das ist einfach, es berührt einen. Die Gegenwart Gottes und die in einem Bierzelt hier in Bayern und Seeg zu erleben, das ist natürlich fantastisch. Ja, das ist, denke ich, einzigartig wahrscheinlich hier in Deutschland und deswegen bin ich gerne hier. Einfach die Gemeinschaft und auch, dass man dann am Gesamten einfach über Gott sprechen kann und über den Wunsch und Sinn des Lebens einfach. Es war toll. Und mit dem großen Fernseher da, das war auch gut. Ja, das ist sehr schön für uns einfach mit den Kindern. Also wir haben 5 kleinere Kinder auch und diese lockere Atmosphäre, da fühlt man sich einfach willkommen. Und ja, die Lieder, wie gesagt, die sind sehr berührend auch und man kann so schön dabei sein. Und ich finde es auch schön, dass nicht nur Katholische da sind, sondern auch, ja, auch von anderen Konfessionen, dass es so ein richtiges Fest ist für Jesus einfach oder mit Jesus. Mir hat es sehr gut gefallen, die Stimmung ist sehr mitreißend, sehr bewegend, die Lieder sind sehr schön. Die Messe hier und alles, was da geboten wird, im Sinne von Jesus Christus,
ist einmalig. Gelebter Glaube im Bierzelt. Was zunächst ungewöhnlich erscheint, geht hier beim Himmelszelt in Seeg gut auf. Bereits zum dritten Mal mit großer Resonanz. Wer dabei war, hat sich von der Euphorie des Tages am Ende sicherlich beflügeln lassen. Die spätbarocke Kirche St. Peter in Sandizell bei Pöttmes gilt als eine der schönsten Dorfkirchen Altbayerns. Das liegt zum einen an der kunstvollen Ausstattung, zum anderen an der imposanten Größe. Doch sie drohte einzustürzen, denn das Fundament aus Eichenpfählen war im Lauf der Jahre aufgrund des sinkenden Grundwasserspiegels stark beschädigt worden. 4 Jahre Bauzeit und rund 2,5 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet. Jetzt erstrahlt St. Peter in Sandizell wieder in neuem Glanz. Sandizell, ein kleines Örtchen mit einer so großen Kirche, das ist ungewöhnlich. Schon von außen ist zu erahnen, dass auch ihr Inneres wohl nicht enttäuschen wird. Es ist die achteckige Bauweise von St. Peter, die den meisten Besuchern zuerst auffällt, ganz anders als bei so vielen langschiffigen Barockkirchen dieser Region. Im Mittelpunkt der prachtvolle, bühnenhafte Hochaltar. Ein Werk des Bildhauers Egid Quirin Asam. Die drei Asam-Brüder gehören zu den wichtigsten Vertretern des deutschen Spätbarocks. Petrus thront als Papst auf der Kathedra. Links und rechts von ihm assistieren zwei Engel. Der linke Engel von ihnen hält die Schlüssel des Himmelreiches und der rechte Engel stellt die hilfesuchende Menschheit dar, die sich an den rettenden Anker klammert. Über dem schwebt ein kleines rotes Engelchen mit Herz, Pfeil und Köcher. Es stellt die Liebe dar. Wie wenn man Himmel schaut, so quasi. Das gelbe Fenster hinten, wenn die Sonnenstrahlen reinkommen und Petrus fahren, so, schaut aus, wie wenn man im Himmel reinschaut. In Aufbau und Ausstattung erinnert der Stuckaltar in Sandizell an die Werke des römischen Barock, vor allem an den Bernini-Altar im Petersdom. Die beiden Figuren rechts und links, es sind Bischof Maximilian und die heilige Katharina, sollen laut Kunstkennern zu den schönsten Figuren von Asam zählen. Entstanden ist das Gotteshaus Mitte des 18. Jahrhunderts aufgrund eines Gelübdes. Die Kirche geht zurück auf ein Gelübde, das Graf von und zu Sandizell, Maximilian Emanuel von und zu Sandizell, aufgrund einer diplomatischen Mission auf die Insel Malta, so um das Jahr 1730, gemacht hat. Nachdem diese Mission erfolgreich abgeschlossen war und er auch wieder sicher übers Mittelmeer nach Hause kam, hat er sich hier ab 1735 an den Bau dieser Kirche gemacht. Max Emanuel von Sandizell hat die Kirche also mit seinem Privatvermögen bezahlt. Er hat sie so detailreich ausgestattet. Es lohnt sich für einen Besuch ein bisschen mehr Zeit mitzubringen und einfach den Blick in Ruhe schweifen zu lassen. Nach der großen Renovierung von St. Peter erstrahlt die Kirche nun wieder in neuem Glanze. Ein Großteil der Gelder für die Sanierung floss in das Fundament des Gotteshauses. Es ist einfach so, dass diese Kirche auf Eichenpfählen errichtet war und die sind im Lauf der letzten Jahrzehnte mehr oder weniger verschwunden. Das heißt, die Kirche bekam Risse, war höchst gefährdet in ihrer Substanz. Und da ist jetzt ein ganz neues Fundament gelegt worden mit über 250 Betonsäulen. Endlich steht die Sandizeller Pfarrkirche wieder auf festem Grund, damit sie nun auch in Zukunft Gläubigen, Kunstliebhabern und Ausflüglern gleichermaßen Freude bereitet. Das war's von uns für diese Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Dann zeigen wir Ihnen viele Bilder und Eindrücke von der großen Familienwallfahrt nach Assisi. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.